Der Überraschungssieger im Preis von Europa, der von Henk Greve für Darius Racing trainierte Kahn, wird seinen nächsten Start in Kanada bestreiten. Wie Racing-Manager Holger Faust nach dem Sieg des Santiago-Sohnes in dem Kölner Gruppe 1-Rennen mitteilte, soll der Vierjährige am 13. Oktober auf der Rennbahn Woodbine in Toronto das Canadian International bestreiten, eine Gruppe 1-Prüfung über 2400 Meter. Sehr erfolgreich agierten die deutschen Ställe am Sonntag beim Renntag in Mailand, denn zwei der drei dort gelaufenen Grupperennen gingen in hiesige Quartiere. Sarah Steinbergs Night Music gewann mit Alexis Badell im Sattel den zur Gruppe 2 zählenden Premio Federico Tesio. Den Premio Elena e Sergio Cumani gewann die von Peter Schieren trainierte Binti Alnar gegen Carmen Boschkeis Folie de Louis. Für das einzige Grupperennen des kommenden Wochenendes, den 98. Großen Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf, kommen nach dem letzten Streichungstermin vom Montag noch 7 Pferde als Starter in Betracht. Zwei davon, Degas und Milovic, kommen aus dem Stall von Trainer Markus Klug. Aus dem Ausland könnte der von George Baker in England trainierte Crazy Horse starten.